Ich wache wirklich jeden Morgen auf und denke, nie mehr wieder Öffentlichkeit. Fernsehen ist eigentlich nichts anderes mehr als die unterste Kaschemme, in die man geraten kann. Da tummeln sich Leute, die eigentlich gescheiterte Existenzen sind. YouTube ist ja eh der schwulste Laden auf der ganzen Welt. Und dann stellt er dir irgendwelche Fragen, wo du denkst, ey, muss das jetzt sein? Schreib mir einen Brief oder halt die Schnauze. Das ist eigentlich eine moderne Form von digitaler Diktatur. Das ist schlicht und einfach asozial. Fühlt ihr euch wohl oder ist es unangenehm? Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem viralen Hit. Wir haben heute wieder Import aus dem Fernsehen und ich bin richtig stolz, dass ihr uns heute hier besucht. Was soll denn kommen nach Bülent Ceylan und Kristall? Lasst euch überraschen, liebe Freunde. Macht mal einen richtig fetten Applaus für Serdar Somuncu! Nimm Platz. Ja. Du kannst ruhig nah bei uns sitzen, wenn du magst. Ja, mal gucken, wie es Gespräch wird. Du kannst dich langlegen. Ja, später. Ist ganz schön eng da hinten. Ja, sag ich auch immer zu den Frauen. Ha, ha, ha. Tja, da bist du nicht der Einzige. Das wird der schönste YouTube-Ausflug für dich, glaube ich, aller Zeiten. Nach dem Klickzoom-Interview. Ich höre euch nicht, was? Das ist doch doof. Das ist doch blöd. Nochmal, was war die Frage? No, wir haben noch keine Frage gestellt. Also wir werden versuchen, dass es heute dein schönster YouTube-Ausflug aller Zeiten wird. Ja. Willkommen in der Welt jetzt mal bei uns hier. In der YouTube-Welt zwischen Bibi, Dagi, Julienko. Ihr seid auf YouTube, ne? Wir sind jetzt auf YouTube. Jetzt aktuell gerade, ja. Cool, viele Leute gucken das? Das hängt ganz von unserer Performance ab. Man weiß es bei YouTube nie, ne? Das kann schwanken. Wir können mal so einen viralen Hit raushauen mit 1 Million. Ja. Oder es stockt bei 25.000. Kriegt ihr Geld von dem, was ihr an Klicks erwirtschaftet? Wir kriegen kein Geld. Wir werden quasi öffentlich-rechtlich finanziert. Ah, von wem? Von Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Cool. Ich habe noch ein Kaugummi, das habe ich vergessen. Ich klebe das mal hier unter den Tisch, okay? Das kriegt der nächste YouTube-Star dann zu essen. Gut, let's go. Let's go. Wir guckst so du YouTube? Zeit. Konsumierst du YouTube? Ja. Und was guckst du da so, wenn du einschaltest? Ich gucke immer Asian, Big Tits und Blowjob. Da gibt's viele Content hier auf YouTube auf jeden Fall. Ja. Und was guckst du, wenn du auf YouPorn bist? Dann guckst du wahrscheinlich Bibi und Julienko und Dagi. Ja, genau. Gut. So machen wir es auch eigentlich. Sehr klug Schluss gefolgert. Warum hast du ein Ohrring an? Ich habe einen Ohrstecker, ja. Ach, ist ein Stecker. Das ist ein Stecker, das trägt man heutzutage so. Oder vor 2 Jahren hat man es getragen. Seid ihr ein Paar oder seid ihr Zwillinge oder seid ihr Zwillinge und ein Paar? Wir gehen zusammen baden, aber alles andere machen wir nicht zusammen. Okay, okay, cool. Und die Montur, die ihr anhabt, ist wissentlich oder Zufall? Die ist vom Hausmeister geklaut worden. Richtig, klar, Montur. Ja. Wir tragen sie tatsächlich in jeder Folge. Immer ein anderes Sakko natürlich, ist klar. Abwechslung muss sein, auch auf YouTube. Und aber schlagfertig seid ihr einigermaßen, ne? Ja, geht wir schnell. Haben jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und Funk, die zahlen euch. Wie viel kriegt ihr von denen? Pro Sendung 12 Euro. Das ist gelogen. Doch nach dir kommt gleich noch der nächste Gast. Also wir haben die ganzen Linden. Axel Schröder warte schon. Axel Schröder und Axel Stein. Okay, zusammen, als Duo. Lass loslegen, wir haben nicht so viel Zeit. Kennst du denn irgendwelche Stars? Aber kennst du denn irgendwelche Stars von unserer Plattform? Also wir kennen natürlich viele TV-Stars, aber kennst du auch Stars von unserer Plattform? Ich kenne ja eure Plattform noch nicht mal. Deswegen, welche Stars soll ich da kennen? Also hast du gar keinen Kontakt zu YouTube-Stars oder weißt du jetzt nicht, wer zum Beispiel Dagi B ist? Du, der Begriff Star wird mittlerweile so inflationär eingesetzt und verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles Star ist. Ich nehme das nur noch so als marginalen Reiz wahr, dass jemand mal eine Zeit lang bekannter ist und dann verschwindet er aber auch schon wieder. Und dann taucht er wieder auf, meistens im Dschungelcamp. Adam sucht Eva, gibt's auch. Ne? Adam sucht Eva, wo die Menschen nackt rumlaufen. Gina Lisa war ja auch bei Adam sucht Eva. Ja. Kennst du die bei euch schon? Die war noch nicht bei uns, die hat jetzt einen Song rausgebracht und deswegen haben wir sie, glaube ich, schon Boulevard. Mal. Boulevard ist der Song. Ja. Ja, aber ich sehe es genauso wie du. Also echte Stars gibt es irgendwie nicht mehr. Früher habe ich Wetten, das geguckt. Noch. Die gibt es auch noch. Ich bin ja ein echter Star. Ja, du natürlich, klar, aber man redet über sich selbst ja nicht so. Oder redest du über dich selbst? Würdest du selbst sagen, du bist Star? Ich bin nicht so bescheiden, aber ich bin tatsächlich bekannter, als man glaubt. Aber wen hatten wir denn früher? Wir hatten Michael Jackson. Wir hatten Bruce Willis. Und so weiter und so fort. Wen haben wir heute? Influencer. Ja, klar, das stimmt. Was sagt dir der Begriff Influencer? Ist das für dich ein negativer Begriff? Oder ist es ein Begriff, der einfach... Wenn er mit Z und A geschrieben wird, ja. Ansonsten eher uninteressant. Also Influencer ist, wenn man auf Facebook oder so Leute akquiriert, um Werbung für Produkte zu machen. Ne? Und viele Likes hat und das mit seiner Community teilt quasi. Also insofern gibt es ja viele Influencer. Seid ihr Influencer? Ich nenne mich auch ungern YouTuber, weil ich auch finde, dass der Begriff YouTuber so negativ behaftet ist. Also für mich persönlich. Warum denn? Ich weiß nicht. Also es gibt, glaube ich...
wie im Fernsehen, es gibt mehr Schrott, als es gute Sachen gibt. Und deswegen will ich mich nicht... Aber auf YouTube gibt es eigentlich nur Schrott, oder? Außer uns natürlich. Ich habe gesehen, Tim Bergmann war da. Den finde ich zum Beispiel gut. Den finde ich cool. Das ist ein Gamer, ne? Ich kenne mich aus, Alter. Das ist aber wirklich, der ist auch oft bei uns. Er ist unser Nachbar, der Bergmann. Ich weiß, cooler Typ auf jeden Fall. Cooler Typ. Hat viele Likes, viele Klicks und so. Früher. Jetzt nicht mehr? Jetzt ist nicht mehr. Out? Jetzt haben wir die vielen Klicks und vielen Likes. Aber ja. So ändern sich die Zeiten natürlich. Ja. Habt ihr euch vorbereitet auf das Gespräch? Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich wollte plaudern. Wie damals Christoph Krachten mit dir bei Klickzoom. Oh, gibt's den noch? Die gibt's noch, ja. Aber der hat mittlerweile einen ganz dichten Bart und ist ein bisschen Aber abgerockt. Der ist ein Betrüger, ne? Der macht Science Fiction. Der hat doch diese Firma, wie heißt die? Mediakraft. Brainpool? Nee, Mediakraft. Und der ist doch ein Betrüger. Der hat doch Leute abgezogen und dann hat sich einer von ihm getrennt und es gab riesen Beef. Meinst du jetzt Carsten Maschmeyer oder meinst du Klickzoom und Christoph Ich kann die nicht auseinanderhalten. Achso, die haben bei den gleichen Schönheitschirurgen. Oder arbeitet ihr etwa auch für den? Habt ihr jetzt Angst, dass ihr euren Job verliert? Wir haben schon zu Gast gehabt, den Opa und YouTube. Nee, der Krachten ist aber nett. Der ist sehr sympathisch. Aber der steht unter Verdacht irgendwie. Ist das so? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist schwul. Das kann natürlich sein. Da habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Aber ihr auch ein bisschen oder seid ihr auf dem Weg dahin? Wir sind noch nicht auf dem Weg dahin, aber wenn sich keine Frau für uns interessiert, dann werden wir jetzt natürlich... Habt ihr euch schon mal wissentlich oder zufällig berührt? Ja, wir haben uns schon oft geküsst, ja klar. Ah, cool. Auch vor der Kamera oft geküsst. Mega. Sollen wir uns vor dir mal küssen? Nee, was passiert? Nein. Wieso hast du das provoziert? Ich bin mega homophob. Oder möchtest du mal in der Mitte sitzen und wir kommen von beiden Seiten? Nein, die Grundfeste meines Seins ist homophob und antisemitisch. Bist du auf dem richtigen Kanal, würde ich sagen. Auf YouTube? Auf YouTube, genau. Du hast ja auch eine eigene Plattform. Ja. Wie funktioniert das? Erzähl mal, weil die meisten Kids da draußen werden es wahrscheinlich noch nicht kennen. Hau mal raus. Sehen die Kids draußen mich überhaupt oder sind die Kameras nur auf euch gerichtet? Das ist ein geiles Format, wenn man den Gast nicht sieht und nur den Gast drüber. Das ist schön. Also, vor allem, wir sind ja meistens viel schöner als der Gast. Fühlt ihr euch wohl oder ist es unangenehm? Nö, wieso unangenehm? Ist unser Wohnzimmer hier? Ist es dir unangenehm, hier bei uns zu sein? Ist ja alles gut, aber ihr wirkt so, als wärt ihr ein bisschen angespannt. Nee, wir sind einfach ist die Live-Situation. Wir möchten natürlich auch alles richtig machen, weil wir haben auch sehr viel Angst. Also, eigene Plattform ist so. Man muss einen Provider haben und einen Vertrag abschließen. Okay. Telekom zum Beispiel bietet sowas an. Okay. Eine gute Geschwindigkeit. Es gibt auch Vodafone, gibt es ja auch zum Beispiel. Oder Unity Media gibt es ja auch. Und da kann man dann, ihr müsst, keine Schleichwerbung geht nicht. Ich mag einfach alle Marken, deswegen nenne ich sie einfach. Finde ich auch, also Unity Media mega, Vodafone auch geil. E-Plus, alle gleich gut. Alle mega geil, gleich gut. Wobei E-Plus ist schon scheiße, aber das ist egal, das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist deine persönliche Meinung. Naja, und dann baust du eine Seite und dann sagst du den Leuten, pass auf, geht bitte nicht mehr zu YouTube und anderen Kanälen, wo ihr eure Inhalte kostenlos verschenkt an Leute, die sie für teures Geld weiterverkaufen, sondern gebt das Geld direkt mir, weil ich bring's zu den Nutten und die freuen sich darüber. Und was gibt's mit dir zu sehen? Hast du verschiedene Formate oder ist es? Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Doku gemacht, Serdas Deutschland, wo ich ein bisschen durch die Gegend fahre und mit Leuten über ihre Ansichten über Deutschland, über den Begriff Heimat spreche. Es ist wie so ein Reiseführer in die Mentalität unserer Republik. Mhm. Die zweite Folge drehen wir jetzt. Aufgrund der großen Unterstützung ist sie auch finanziert. Wir haben das über das Geld erwirtschaftet, beziehungsweise finanziert, was wir erwirtschaftet haben. Läuft gut und ist nicht nur einfach so Stuff, den ich mit Handy drehe, sondern ist richtig hochwertig produziert. Das ist auch der Gedanke hinter der ganzen Sache. Hättest du damit gerechnet, dass das so einen Anklang findet, dass du so oft quasi so viele Leute hinter dir hast, die dir dann deinen Stuff kaufen und dir auch dann helfen, weiter zu produzieren? Oder? Nee, das war nicht so zu erwarten, weil natürlich in Deutschland sich diese Zahlmentalität noch nicht ganz durchgesetzt hat. Die Leute reagieren sehr empfindlich, wenn man für Content Geld haben will, aber sie zahlen eben auf der anderen Seite ganz bedenkenlos viel Geld für Dinge, die sie gar nicht nutzen. Also wie viele Leute haben Abos zum Beispiel, die sie gar nicht ausschöpfen, oder du parkst einmal falsch und hast ein Knöllchen und das vergisst du und in 3 Wochen zahlst du das Zehnfache. Da ist die Wertigkeit noch sehr unterschiedlich und jetzt aber mittlerweile merken die Leute, okay, es gibt große Anbieter wie Netflix, YouTube und wen auch immer und es gibt die kleinen Anbieter und es lohnt sich für sich auszusuchen, wem man das Geld geben möchte. Das stimmt. Wir haben ja auch ganz viele Abos, Dennis. Wir haben Abos für unsere Tageszeitung, haben wir Abos. Ach so, unsere Netflix haben wir Abos. Natürlich haben wir auch Amazon Prime und die ganzen anderen Gedöns. Da stimme ich dir schon vollkommen zu. Also ich würde mein Geld auch gerne für Dinge ausgeben, die ich dann auch wirklich nutze. Aber du bist ja viel unterwegs. Du bist ja auch bei der Heute-Show zum Beispiel öfter mal zu sehen. Ist das für dich wichtig, an möglichst verschiedenen Baustellen zu arbeiten, also an deinen eigenen Sachen, an TV-Sachen? Oder ist das für dich... Und du konzentrierst dich lieber auf eine einzelne Sache. Zum Beispiel das Haar in deinem Glas, was ich vorher Das Kaugummi ist da reingefallen. Okay. Ich bin nicht viel unterwegs, gar nicht. Heute Show wird in Köln gedreht. Ich meine, bist du gern auf vielen Punkten präsent? Also im Fernsehen dann mal und dann auf deinen eigenen Plattformen, Radio? Ich könnte häufiger zu sehen sein. Also
die Radiosendung, okay, läuft einmal die Woche, die Heute-Show bin ich einmal im Vierteljahr. Darum geht's auch gar nicht. Da backe ich mir auch nichts drauf. Also weißt du, die meisten Leute finden Fernsehen und sowas unheimlich wichtig und denken, man wäre adlig, wenn man im Fernsehen ist. Fernsehen ist eigentlich nichts anderes mehr als die unterste Kaschemme, in die man geraten kann. Da tummeln sich Leute von Promi-Dinner bis Dschungelcamp, die eigentlich gescheiterte Existenzen sind. Und nur auf dem obersten Level gibt es ein paar Leute, die anspruchsvolle Sachen machen. Bis dahin zu kommen, bedeutet entweder sehr viel Glück gehabt zu haben oder Durchsetzungsvermögen. Ich habe Glück gehabt, aber vielleicht auch nicht wirklich die Ambition, mich auf dieser Ebene durchsetzen zu wollen. Denn dafür musst du mit Produktionsfirmen, mit Redakteuren, mit Sendern dich einigen. Und da gibt es sehr viele Befindlichkeiten. Ihr wisst das ja, wenn ihr ein bisschen meine Biografie studiert habt, dass einige Leute sich von mir auch angegriffen gefühlt haben. Und diese Konflikte auszutragen, nur um am Ende sich selbst repräsentieren zu können, ist mir zu müßig. Aber wie hat sich das denn, also du hast gerade Fernsehen schon angesprochen, weil unsere Generation, man sagt, guckt eigentlich gar kein, also guckt nicht mehr so viel Fernsehen wie früher, fast gar nicht mehr. Du bist ja schon lange dabei, wie hat sich das denn hinter den Kulissen so verändert in den letzten Jahren? Sind die Produktionen billiger geworden oder ist das irgendwie nicht mehr so liebevoll wie damals? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist billiger geworden, ja. Die großen Sender RTL, auch die öffentlich-rechtlichen, machen enormen Druck auf ihre Produzenten. Fernsehen wird ja nicht produziert von den Sendern, sondern oft eben von Produzenten, von Produktionsfirmen. Und während früher noch viel Geld da war, um hochwertige Arbeit und Qualität zu gewährleisten, ist heute alles auf einem Minimalniveau. Ich meine, ihr seht das ja, wenn ihr nachmittags mal einschaltet, Berlin Tag und Nacht. Das sind viel geguckte Programme, die mit einem Appel und einem Ei finanziert werden. Mhm. Das ist schade, weil Fernsehen als Medium ja eigentlich eine große Chance bietet. Ne? Es erreicht viele Menschen. Gerade durch die öffentlich-rechtliche Förderung des Fernsehens ist es auch gar nicht mehr in Frage gestellt. Und trotzdem nutzt das Fernsehen mit all den Möglichkeiten, die es hat, diese Wege nicht mehr aus, sondern beharrt auf das, was mal etabliert ist. Und das Ergebnis ist dann, dass am Ende zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar bis zum Kotzen wiederholt wird oder das Supertalent, bis eben keiner mehr zuguckt und sich das totläuft. Aber wann hat sich denn was totgelaufen? Ich frage mich das auch immer bei DSDS zum Beispiel. Wann ist denn der Punkt, wo man dann sagt, okay, wenn es ist Dieter vorbei. Wenn Dieter Bohlen tot ist, dann ist es vorbei. Der ist ja schon tot, also er sieht jedenfalls so aus. Ne? Also das ist ja nur noch eine Maske, die da sitzt. Ja, das kann man natürlich, wisst ihr dürft das denen natürlich auch nicht verdenken. Das sind ja Firmen, die Geld erwirtschaften müssen. Und auch zum Beispiel andere Sender wie ProSieben sind ja nicht Familienbetriebe, so wie früher vielleicht mal Leo Kirch oder ein großer Mogul dahinter stand, sondern das sind Konsortien, das sind AGs, die an der Börse notiert sind. Und deswegen interessiert ProSieben letztendlich auch gar nicht, ob Klaas eine schöne Show hat oder ob irgendjemand eine gute Idee hat, sondern es geht um die nackten Zahlen. Und wenn die Zielgruppe erreicht wird, die der Sender braucht, um Werbeplätze zu verkaufen, dann ist die Sendung gut genug. Wenn nicht, dann wird sie abgesetzt. Was guckst du denn so im TV? Blowjob, Big Tits und Asian. Halt. Immer die gleichen Sachen, immer das gleiche Zeug. Nein, ich guck, wenn, boah, müsste ich jetzt echt überlegen. Ich habe The Voice jetzt ein paar Mal geguckt, wobei mir Mark Forster ein bisschen auf den Sack geht mit seiner aufgesetzten Begeisterung. Das Ganze ist auch so durchkonzipiert. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich so singen, wie es sich dann am Gerät letztendlich anhört. Aber es ist eine gute Unterhaltungsshow. Die kann man gucken. Ich gucke Nachrichten natürlich sowieso. Wo ich sie gucke, steht nicht immer fest. Manchmal gucke ich gerne RTL Aktuell. Manchmal gucke ich die Heute-Show oder auch nur das Heute-Journal. Da muss man für sich selbst abschätzen, welche Informationen man braucht. Manchmal reichen ja auch die Satire als Information. Bist du sehr traurig, dass die Lindenstraße abgesetzt wird? Ich habe ja selbst mitgespielt. Ja, genau. Und dachte damals schon, wer finanziert diese Scheiße hier eigentlich? Also bist du gar nicht traurig oder so ein bisschen, weil ich meine, Lindenstraße ist ja schon Kult. Geht's ja schon seit ist das so ein Format, Jahren? Da heult jetzt jeder rum, dass es weg ist, aber man hat es ja nicht mehr. Hat es auch keiner mehr. Naja, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ein paar Minuten, oder? Es geht so schnell. Ja. Nicht alles, was lange währt, muss auch immer gut sein. Und es gibt ja da so einen Reflex der Zuschauer auf Dinge zu reagieren und so in Nostalgie zu schwelgen, obwohl eigentlich jeder weiß, dass die Sachen, die dann bewundert werden, im Nachhinein schon längst durch waren. Also ein Beispiel ist sicher die Lindenstraße. Da gab es sicher einen Teil Kultfans, die das immer geguckt haben. Aber relevant war sie ja letztendlich nicht mehr so wie noch in den 80ern oder in den 90ern. Ein anderes Beispiel ist Stefan Raab, der von mir sehr geschätzte Entertainer und Musiker und Kollege, der nach dem Abgang mit TV Total gefeiert wurde als eine der letzten Ikonen des Fernsehens und selbst diesem Irrtum unterlegen ist und dachte, wenn ich jetzt wiederkomme, dann werde ich gefeiert. Und man hat bei den Live-Shows gesehen, es war nicht so. Mhm.
Und für mich war es gar keine Überraschung, weil ich wusste, er war schon in der letzten Zeit in TV total nicht mehr so, wie man es eigentlich erwartet hat. Er war eigentlich am Ende seiner Leistungskraft und vielleicht über den Höhepunkt seiner Karriere hinweg. Und erst als er gesagt hat, ich höre auf, haben die Leute angefangen, ihn zu feiern. Das ist ein bisschen wie mit der DDR. Als es die DDR noch gab, hat jeder über sie geschimpft. Und jetzt, wo es sie nicht mehr gibt, schwelgen wir alle in Nostalgie. Das stimmt. Hast du denn schon im Kopf für dich, dass du sagst, okay, dann höre ich auf? Oder machst du so lange, dann ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück, oder gibt's für dich, machst du weiter, bis du einfach keinen Bock mehr hast? Kann morgen sein, kann nachts sein, Plan. Das habe ich jeden Tag, ehrlich gesagt. Also ich wache wirklich jeden Morgen auf und denke, nie mehr wieder Öffentlichkeit, weil ich hasse eigentlich diese Form von Öffentlichkeit, die das Fernsehen mit sich bringt. Eben diese Verwechslung auch. Ne? Die Leute sehen dich und denken, du bist die Figur, die sie aus dem Fernsehen kennen. Sie erwarten was von dir und letztendlich bist du gar nicht mehr du selbst, sondern du verfolgst irgendetwas, was andere Leute dir als Vorbild aufgebaut haben. Ich spiele ja schon seit längerem nicht mehr live, also ich bin seit seit drei Jahren nicht mehr auf Tour. Werde vielleicht in 2 Jahren irgendwann wieder mal so für ein paar kleine Auftritte auf die Bühne gehen. Aber Öffentlichkeit ist für mich kein hehres Ziel. Das ist für mich eher eine Beilage, manchmal eine unangenehme Nebenwirkung und manchmal auch ein Schlüssel natürlich für Türen, die sich so leichter öffnen lassen. Aber du ist ja mit deiner Bekanntheit, die du jetzt schon hast, eigentlich unmöglich, dass du selbst, wenn du jetzt 5 Jahre weg bist, dass du wirst ja dann wahrscheinlich immer noch erkannt werden. Wie bekannt würdest du sagen, bin ich? Ich würde sagen, wenn du mit der... In der Skala von, sagen wir mal, 1 bis 10. Ich sage, wenn du hier durch, keine Ahnung, mit der Straßenbahn fährst, durch Köln, wirst du es schon... in der 20-Minuten-Fahrt angeglotzt auf jeden Fall von ungefähr 10 Leuten, aber angequatscht von 4 Leuten. Also wie bekannt bin ich dann auf der Skala von 1 bis 10? Also wenn 1 Sarah Lombardi ist und 10 ist Michael Jackson, bist du eine 5 bis 6. Und das ist aber cool, das ist ja weltweit Michael Jackson. Ja. Also wer ist in Deutschland die bekannteste Person, was meint ihr? Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk. Angela Merkel, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, die sind top, würde ich sagen. Ich würde mich da mal einordnen, also es hat sich in den letzten Jahren gesteigert auf jeden Fall, dadurch, dass man natürlich, wenn ich zum Beispiel bei Anne Will sitze, erreicht man auf einen Schlag 6-7 Millionen Zuschauer. Das ist gefühlt verdammt viel. Also das, was du gesagt hast, du denkst am nächsten Tag, jeder auf der Straße erkennt dich. Also wirklich 7 Millionen Zuschauer, das ist gigantisch. Das ist also mehr geworden, gerade durch solche Auftritte, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute wirklich wissen, wer ich bin. Das ist so ein Impuls, auf den die reagieren. Hey, den kenne ich doch aus dem Fernsehen. Das Schlimmste ist übrigens, wenn man erkannt wird, man sitzt im Restaurant, da kommt jemand und sagt, hey, ich kenne dich, oder? Wie heißt du noch? Da musst du deinen eigenen Namen sagen. Das ist das Schlimmste, was... Woher weißt du das? Das wollte ich gerade. Wunschgedanke. Aber wenn wir in der S-Bahn sitzen, wir fahren jeden Tag mit der S-Bahn hier nach Köln ins Studio und wir werden angeklotzt und es kommt eine Schulklasse rein, das ist der größte Horror, den man sich vorstellen kann. Weil ja, genau du, was, das, was du sagst. Aber sag mal deinen eigenen Namen, was machst du? Erklär mal dein Kanalkonzept. Wie bist du denn? Machst du dann auch Fotos mit den Leuten? Nein. Oder quatschst du mit denen überhaupt? Oder sagst du, gar nichts, keine Lust? Doch, ich quatsche. Also ich bin da, versuche normal zu sein. Wenn jemand nett ist, quatsche ich mit ihm. Aber ich fühle mich nicht verpflichtet, jetzt mit jedem zu reden. Wenn Leute mich doof anmachen, dann sage ich es auch. Ist ja schon passiert, dass du irgendwie komplett doof angemacht wurdest und irgendwie total unsympathisch angesprochen wurdest? Ja, es gibt schon total penetrante Leute, also die dann wirklich sagen, ey, ein Foto! Und dann sagst du, ey, ich mach keine Fotos. Doch komm, ey, meinst du es ernst? Nein, ich mach keine. Doch komm, du kannst doch nicht sagen. Und dann sagt er es 10 Mal und irgendwann sagst du, ey, Alter, ich hab's dir jetzt 10 Mal gesagt, nein. Ja. Und dann ist aber auch okay. Es gibt aber auch Leute, die super nett sind. Also es gibt Leute, die sagen, hey, ich will dich nicht stören, aber ich wollte dir nur sagen, ich finde deine Arbeit cool und dafür, ich bin ja stolz drauf und ich will auch gar nicht arrogant wirken. Es ist halt nur manchmal, weißt du, du bist mit einer Lady unterwegs in einem Restaurant und isst gerade ganz intim und dann kommt jemand an den Tisch und sagt, ich will dir nicht stören. Ja, du störst ja schon, du. Ne? Ja. Und dann stellt er dir irgendwelche Fragen, wo du denkst, ey, muss das jetzt sein? Schreib mir einen Brief oder halt die Schnauze. Sagte der, oder was hältst du vom Beruf YouTuber an sich? Es gibt ja ganz viele Vollzeit-YouTuber, die quasi die Videos hauptberuflich machen und quasi auch von YouTube und ihren... Le Floyd zum Beispiel. Was hältst du davon grundsätzlich, von dem Modell YouTuber zu sein? Achso, ich dachte Le Floyd. Oh, gut, dass du mich nicht gefragt hast. Wie hieß der mit den Rasterlocken noch? Simon Ungel. Der ist doch bei Krachten rausgeflogen, das war das. Das war Hashtag Freiheit, ja. Hashtag Freiheit, genau. Der Vertrag, der große Freiheit. Ist doch geil. Ja. Der hat sich, glaube ich, für wichtiger gehalten, als er ist, oder? Machen einige YouTuber. Könnt ihr über Kollegen lästern, ohne dass ihr... Das ist das Konzept dieser Sendung, ja. Ich glaube, die ultimative Angst, die man heute hat, wenn man sowas macht, ist ein Shitstorm, oder? Ihr macht irgendwas falsch und schon auf einen Moment ist eure Karriere ruiniert. Soll man einen Shitstorm provozieren?
Also, ja, gern. Also wir nee, ihr, ich nicht. Ach, ihr müsst den okay, was sollen wir denn machen? Dass wir, ihr müsst sagen irgendwie, Sarah, du bist der unlustigste Typ, den wir kennen und wir haben dich nur eingeladen, weil Bülent Ceylan nicht konnte oder so. Der da kam ja so, schon. Ja, war der schon hier? Der war schon, der saß da, wo du gerade. Dann müsst ihr jetzt sagen, Bülent Ceylan war so langweilig, deswegen haben wir dich eingeladen. Wir kriegen den Shitstorm von jeder Seite. Aber wer sonst denn dann, von wem kommt der Shitstorm? Von deinen Fans. Von den Serdas. Es gibt ja immer Leute, also Shit ist genug da. Ne? Kommt drauf an, von welcher Seite. Um deine Frage zu beantworten. Genau. YouTuber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte diese ganze Internetgeschichte im Moment für übertrieben gehypt. Mhm. Und es gibt so Wellenbewegungen. Jetzt ist Instagram ganz weit vorne, mal war es Facebook und dann ist es auch wieder YouTube. Ich glaube, letztendlich kommt es drauf an, ob wir in 5 bis 10 Jahren herausfinden, wie wir das Internet für uns sinnvoller nutzen können. Im Augenblick ist das Internet eine ganz große Fläche mit sehr vielen Möglichkeiten, aber nur ein geringer Teil dieser Möglichkeiten wird sinnvoll genutzt. Die Leute produzieren entweder sich oder ihre Werbung, werden zu Influencern, diskutieren über sinnloses Zeug, aber wirklich ein Fortschritt, eine produktive Bewegung nach vorne, die findet im Internet selten statt. Es ist selten wirklich informativ oder bereichernd oder konstruktiv oder vielleicht auch mal im Dissens, einfach Streit. Und das wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern, weil auch die Politik zum Beispiel das erkennt, dass das Internet eine Plattform ist, auf der man sehr viel bewegen kann. Aber auch die Menschen, die im Internet unterwegs sind, sehnen sich immer mehr nach einer Form von Kommunikation, die anders ist als die bisherige. Die bisherige ist halt affektiv. Ne? Mhm. Du siehst was, der Impuls bringt dich dazu, was dazu zu sagen. Und meistens denkst du gar nicht mehr drüber nach, was du sagst. Hauptsache, du pushst es raus. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel ganz oft auf meiner Facebook-Seite Einträge. Ich schreibe dann, ich spiele morgen in Hamburg. Und der erste schreibt schon drunter, warum spielst du nicht mal in Hamburg? Ja, wo du weißt, die Leute sehen gar nicht mehr, was du schreibst, die reagieren nur noch. Wir haben zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite Ankündigungen, wenn eine Sendung kommt, als Beispiel dazu, was du gerade sagst. Da steht dann, heute um 17 Uhr kommt das Video. Es steht, das ist 60% des Bildes und der erste Kommentar ist, wann kommt das Video? Das spielt darauf an, was du gerade gesagt hast. Nicht, dass du erstickst. Nee, ich habe das Kaugummi wieder. Und ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Ich glaube, viele Leute konsumieren sowas auch einfach nur im Vorbeigehen. Deswegen so ein Content, den du ja machst, ist ja auch was, wo man auch nachdenken muss und sich das damit befassen muss. Ja, das muss ja nicht sein. Ne? Es muss nur sein, dass du einfach versuchst, dieser ganzen großen Industrie, die ja auch das Internet mittlerweile bestimmt und besitzt, einen Kontrapunkt entgegenzusetzen und zu sagen, pass auf, den Content, den du bekommst, den bekommst du nicht einfach so. Und wenn Content, dann kann ich selber entscheiden, wo ich diesen Content veröffentliche. Das ist ein bisschen wie eine kleine Revolution, weil du hast natürlich ganz große Konsortien, du hast Industrie und Firma und AGs und Leute, die Geld verdienen wollen, die an der Börse investieren. Und da kommst du als Einzelperson gar nicht dran. Da musst du irgendwie kämpfen gegen unsichtbare Mächte und eine Lobby hinter dir haben. Deswegen ist das Wertvollste, was wir eigentlich haben, es ist wie so ein Rohdiamant, den du am Strand findest, unsere eigene Idee und unsere eigene Energie, diese Idee dorthin zu transportieren, wo wir es für richtig halten. Und sie eben nicht irgendwem zu überlassen. Im Moment ist das noch so, die Firmen kommen an wie so große Bagger, machen einmal Ratsch und dann holen die so einen Hub Erde raus und da sind dann 20 Diamanten drin, die stecken sich einfach ein. Und das ist eben die große Gefahr beim Internet, weil das Internet neben den vielen Möglichkeiten, die es hat, auch noch eine Plattform ist, auf der man sehr viel Geld generieren kann. Mhm. Hast du das mitbekommen, dieser ganze Wind um Artikel 13? Habe ich auf eure Frage geantwortet? Ja, schon, das hat mir gereicht. Wie war die Frage denn nochmal? Was du vom hat Beruf... Hat mir gereicht, jetzt gibt es echt einen Shitstorm. Was du vom Beruf YouTuber hältst und von generell... Von aber okay, dann nochmal dazu. Es gibt ja nicht nur YouTuber, die sich schminken vor der Kamera oder die irgendwie sagen, heute war ich unterwegs, habe ein Brot gegessen, dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Sondern es gibt ja auch YouTuber, die Quality-Content bringen. Oder machst du es echt von der Plattform abhängig, dass du sagst, okay, ja, weil es auf YouTube ist, kann es nicht gut sein oder kann es nicht? Es gibt schon graduelle Unterschiede, ne? Also in der Klientel, die auf YouTube unterwegs ist und auf Twitter und auf Instagram. Das siehst du an den Kommentaren. Die größte Gefahr, die ich erkenne, wenn ich mich mit dem Internet beschäftige, ist einfach, dass sehr viele Menschen Zugang haben und übrigens auch bezahlen können für den Zugang, die gar nicht in der Verantwortung stehen oder das Bewusstsein für die Verantwortung haben, in der sie stehen. Und einfach erstmal nehmen. Also zum Beispiel Kinder. Ne? Solche Leute wie Bibi oder die sogenannten Influencer sind ja nichts anderes als Werbeträger. Und die erreichen damit Leute, die in dem Moment, wo sie es zahlen, vielleicht gar nicht wissen, wofür sie zahlen. Oder die gehen in die Stadt und kaufen ein Produkt bloß, weil sie Bibi bewundern und wissen gar nicht, ob das Produkt es wert ist, dass sie es bezahlen. Mhm. Da hat das Internet eine große Verantwortung, auch die Leute, die Internet machen. Und noch ist es so, dass diejenigen, die das initiieren, wissen, wie sie davon profitieren können, ohne dass sie eben die Leute auch entlohnen. Mhm. Die diese Initiation bzw. die Initiative, Satz weiß ich nicht mehr zu Ende.
Wie gehst du denn mit Hate-Kommentaren um? Juckt dich das überhaupt, wenn du gehatet wirst, oder ist das komplett egal? Ich ignoriere es auch nicht, es nervt mich nur und ich lösche das und block die Leute. Das heißt, es trifft dich auch gar nicht, wenn zum Beispiel dir jemand nach Natur oder nach einem Auftritt schreibt, hey, das war mega unlustig gestern, absolute Scheiße und das interessiert mich null. Mir schreibt das keiner, also bisher hat es mir keiner geschrieben. Wenn, dann schreiben Leute unqualifiziertes Zeug. Es gibt bei mir nur 3 bis 4 Gruppen, die sich angesprochen fühlen. Entweder Erdogan-Fans, die dann immer schreibt, das ist ein Hurensohn, Vaterlandsverräter, kannst du sofort löschen. Nazis, ne, geh doch zurück, wo du hergekommen bist. Oder Schriftsteller, denen 8 Jahre später, nachdem sie mit mir ein Stand-up gespielt haben, einfällt, dass sie sich beleidigt fühlen. Okay, nur die 3 Typen gibt's. Ja, 4, aber ich habe jetzt nur 3 genannt. Hast du dich selbst schon mal bei YouTube eingegeben und mal geguckt, was da alles von dir hochgeladen wurde und was da alles stattfindet? Doch, ja, aber verändert sich nicht viel. Okay, also guckst du dir dann also Leute, Video, die meine Urheberrechte klauen zum Beispiel. Genau, wie gehst du damit um? Schreibst du die an oder? Anzeigen. Ich schreibe sie auch immer an. Ich sage immer, dass der Diebstahl von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist strafbar und wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren und so weiter verfolgt. Und dann haben die schon Angst, ist natürlich alles gelogen. Und dann schreibe ich aber noch YouTube an. Und dann muss man so ein Formular ausfüllen. YouTube ist ja der schwulste Laden auf der ganzen Welt. Oh, jetzt kriege ich den Shitstorm wegen schwul. Maybe. Wieso ist denn das der blödeste Laden, den es gibt? YouTube ist ein Drecksladen. Also so wie alle anderen auch. Facebook ist auch nicht besser. Instagram ist auch nicht. Würdet ihr freiwillig zu YouTube gehen, wenn es irgendwo eine andere Plattform gäbe, wo ihr sagen könntet, was ihr wollt und dafür gutes Geld verdient? Seid doch ehrlich. Aber wir dürfen ja jetzt hier auch sagen, was wir wollen. Ach, Quatsch. Es ist tatsächlich so. Wenn du jetzt sagst, was du willst und ich irgendeinen Verstoß melde, dann läufst du Gefahr, von YouTube verwarnt zu werden. Beim 2. bist du schon an der Grenze, beim 3. bist du gesperrt. Mhm. Und das ist ja okay. Also ich relativiere es jetzt mal. Der Laden sagt dir ja, wenn du eintrittst in diese Gemeinschaft, was die Regeln sind. Aber dann soll er bitte auch seine eigenen Regeln verfolgen. Weißt du, wie viel Nazi-Propaganda auf YouTube ist? Weißt du, wie viel sexistisches, homophobes Scheißzeug einfach so drauf ist? Und dann zum Beispiel bei Satire nicht unterscheiden zu können, ob jemand das kabarettistisch meint oder ob er es ernst meint, das ist schlicht und einfach asozial. Ja. Man hat aber YouTube keinen richtigen Kontakt. Also ich habe Das ist ja eine Diktatur. Da sitzen irgendwo Leute in Amerika oder Paris oder London und da entscheidet auch wirklich kein Mensch. Das glaube ich nicht. Das sind Algorithmen. Und auch das nochmal, ne? Wenn du dich dem unterwirfst, ist es okay. Ich gehe ja nicht zu YouTube, um mich über YouTube zu beschweren. Und ich sage auch, okay, das gibt es. Eine wunderbare Plattform. Technisch hoch ausgereift, ne? Du kannst von live bis alles machen, was du willst. Aber es ist nicht gerecht. Es ist einfach so, dass auf einer Seite unheimlich viel stattfinden kann, ohne die Aufmerksamkeit von YouTube, und auf der anderen Seite Dinge nicht mehr stattfinden dürfen, die eigentlich harmlos sind. Punkt. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Hattest du auch nicht immer selber einen Kanal früher? Ist gesperrt worden. Mhm. Ist gesperrt, also mehrfach. Was hast du da hochgeladen? Vielleicht den Content? Ich habe die Hate Night eigentlich immer hochgeladen, die ein klares, als Satire gekennzeichnetes Format ist. Und trotzdem, es besteht ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ich euch schaden will, ne, kann ich einfach melden, das gefällt mir nicht. Und dann überprüft das ein Algorithmus. Und da könnt ihr 2-mal Fotze gesagt haben, das reicht dann vielleicht schon, damit YouTube euch sperrt oder verwarnt oder was auch immer. Das ist auch ungerecht, weil persönliche Befindlichkeiten zwischen den Usern auch ausschlaggebend dafür sind, wie YouTube seine Entscheidung einfädelt. Also wenn es auch da Gerechtigkeit gäbe, zum Beispiel ein Gremium, das da sitzt und sagt, okay, das ist ein Kabarettist, der sagt das nicht, weil er es meint. Okay, aber das ist ja nicht so. Es ist unsichtbar, das finde ich übrigens auch sehr antidemokratisch, dass es keine Transparenz in den Strukturen von YouTube gibt. Und es ist manchmal oder sehr oft nicht nachvollziehbar. Brauchen wir vielleicht eine deutsche Videoplattform, quasi wie YouTube mit wie durchsichtiger deutschen wir brauchen eine Entmonopolisierung der Plattformen. YouTube ist ja nicht YouTube. YouTube ist Google. Und Google ist ein Riesenladen, der die ganze Welt bestimmen kann. Jeder von uns hat auf seinem Startbildschirm die Google-Suchmaschine. Und jeder Klick, jeder Moment, wenn wir unseren Rechner aufmachen, ist ein Geld, was in die Tasche von Google geht. Und solange das so ist, solange das Monopol bei den großen Firmen ist, bestimmen die Firmen auch, was Freiheit ist und nicht. Obwohl sie von Demokratie existieren und die Demokratie ja eigentlich fördern müssten. Demokratie bedeutet für mich immer Vielfalt. Vielfalt der Meinungen, Vielfalt in der Auseinandersetzungen und nicht Gleichschaltung. Und wenn ihr euch den Markt mal anguckt, der Markt wird aufgeteilt unter ein paar Firmen, Facebook, Google, YouTube, wer auch immer, und da gibt es keine Vielfalt. Das sind 3-4 Anbieter und die bestimmen letztendlich, wie weit unsere Freiheit geht. Und das ist hochgradig ungerecht. Das ist eigentlich eine moderne Form von digitaler Diktatur. Mit diesen Worten, lieber Serdar, verabschieden wir dich.
Es ist uns eine Ehre, dass du hier Platz genommen hast. Danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie sind wir abgespeichert in deinem Kopf als YouTube-Spackos? Nee, wie heißen diese beiden? Die Lochis? Nee, es ist eine englische Band. The Proclaimers. Ihr seid die deutschen Proclaimers. Ist das jetzt ein Kompliment? Es kommt in den Kanalbanner. Liebe Freunde, habt ihr Fragen an den Serdar? Haut sie in die Kommentare. Er wird auf jedes Kommentar antworten mit seinen 8 Kanälen. Und wir drei gehen jetzt duschen und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Worldwide Wiedersehen und ein sattes Farewell.